Dann hat sie sich ausgezogen. Gutes Mädchen. Ich stand nur da, starrte sie an. Und? War sie heiß? Ja. Große oder kleine Brüste? Kleine. Rasiert? Bitte was? Ich möchte nur wissen, ob ihre Muschi rasiert war. Warum willst du das jetzt wissen? Weil es ein spannendes Thema ist. Ich zum Beispiel habe mich jahrelang rasiert. Ich bin willenlos mit dem Strom geschwommen, habe mich von der Pornoindustrie manipulieren lassen. Kein Härchen hättest du damals da unten gefunden. Und heute? Sind da Haare. Zugegeben, kein Mörderbusch, aber immerhin. Fühlt sich irgendwie besser an. Fraulicher, verstehst du? Ja. Ganz ohne Haare, das geht nicht. Bin ja kein kleines Mädchen mehr. Also lasse ich am Schamhügel immer etwas stehen. Ein getrimmtes Viereck, ein Rechteck, einen Kreis. Schaut hübsch aus. Und ganz untenrum bin ich natürlich nackt. Bei den Schamlippen, meine ich. Würde sich sonst nicht gut für dich anfühlen, wenn du sie in den Mund nimmst. Ich nehme gar nichts in den Mund. Früher oder später wirst du es tun. Sei dir da nicht so sicher. Ich bin schüchterner, als du denkst. Wir haben Zeit, Gottlieb. Ja, das haben wir. Also, war sie jetzt rasiert oder nicht? Es war so wie bei dir. Sehr gut. Und weiter? Komm schon, jetzt wird es ernst. Sie hat sich auf das Bett gelegt und ihre Beine haben sich langsam geöffnet. In 100 Jahren hätte ich nicht damit gerechnet, dass mir so etwas passiert. Es war, als hätte sie mich elektrisiert. Ich konnte nichts tun, habe mich nicht vom Fleck gerührt. Ich habe sie nur angesehen, gehört, wie sie es gesagt hat. Was hat sie denn gesagt? Zieh dich aus, Gottlieb. Jetzt bist du an der Reihe. Gefällt mir. Schaut so aus, als hätte die Frau Ahnung davon, wie man Männer dazu bringt, den Verstand zu verlieren.